Zurück in Pathfinder Wrath. Wir wollten rasten, soweit ich mich erinnere. Let's rest. Lageraufgaben. Beim Ausruhen kannst du deinen Gruppenmitgliedern Lageraufgaben zuweisen. Jede Aufgabe verlangt eine eigene Fertigkeit und reduziert entweder die Chance auf ein negatives oder erhöht die Chance, dass etwas Positives passiert. Du kannst auch ausruhen, ohne Gefährten Aufgaben zuzuweisen, aber wir raten davon ab. Im Moment stehen dir drei Aufgaben zur Verfügung: Tarnung, Wettervorhersage und Nachtwache. Wetter im Labyrinth? Ich sehe schon, Divine Services steht zur Verfügung. Das sind Rituale, Gebete. Also Wettervorhersage ist wohl eher was für draußen Camping. Also wer die besten Fertigkeiten im jeweiligen Aufgabenbereich hat, ist dafür prädestiniert, die Aufgabe zu übernehmen. So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also da kann man zuweisen, links. Also es werden verschiedene Fertigkeiten abgefragt. Und da sieht man auch den Modifier der jeweiligen Fertigkeit. Und DC, Difficult Class, also die Schwierigkeit der Probe. Also nochmal kurz gesagt, DC, Check. 15 ist mittelschwer, 20 ist schon schwieriger. Den besten Religionswert hat natürlich Noctua, Lagertarnung übernimmt Venduak, plus 6 auch ordentlich und ja gut, bei Wacheneinteilung da haben wir Sila mit nur plus 1 Wahrnehmung, aber dafür Camellia mit plus 5. Und wir rasten. So Uplanders value money so much that you can even buy their respect with enough coins. And if someone takes away your money, you lose all that respect? Respect? You can buy yourself love with enough coin. But not for a hideous beast like you. There's no price high enough for that. Kleines Necken zwischen Venduak und Camellia. Genau, dieser Balken. Level of Corruption. Abyssal Corruption, das wird interessant, wenn man in die Länder der Weltenwunde reist, denke ich. Also Gebiete, die vom Abyss kontrolliert werden. Und wenn die Corruption zu groß wird, kann man wahnsinnig werden. Also ich habe es noch nicht erlebt, persönlich auch nicht. Aber so weit war ich noch nicht. Und man braucht keine Food-Pakete mehr. Nahrungsvorräte mitnehmen. Soweit ich weiß, ist das gestrichen worden. So, Light of Angels. Weiter geht's. Wir wollten den anderen Teil des Shield Maze erkunden. Genau, ich gehe nochmal hier zu den Gemälden. Gelb, blau, rot, gelb. Das ist vielleicht noch wichtig zu merken. Dann haben wir hier Türen auf der anderen Seite. Gucken wir mal, was dahinter ist. Ah, doch, ein Feind. Oh, ein Champion. Die sind tough.
Da müssen wir unbedingt Sila vorschicken. So many thoughts, so little time. Ja, vielleicht ein Pfeil aus dem Hinterhalt und dann abhauen. Tear your throat out. Ja, immerhin. Etwas verwundet. 9 Schaden. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir kein Gedränge haben an der Tür und nicht mehr rauskommen mit Venwak. Das passiert manchmal. Na gut. Sila ist durch. Ja. Wow, 24 Schaden. Dead gesessen. Crit. Critical Hit. Auch schön gemacht, wie die Mauern ausgeblendet werden. Also die Sicht ist nicht versperrt. I'll rip you apart! Let the attack commence! Okay, leicht getroffen. Dafür, dass es ein Champion war. Oder ist. Er kommt hinterher. Oh, nein! Er ist durchgebrochen. Das ist schlecht. Schlaue Gegner. Also die bleiben nicht nur stumpfsinnig stehen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. They'll beg me to stop. Oh, Glück gehabt. Where do you want me? Hätte schlimmer kommen können für Venduak. Also wir merken uns, Gegner können also sich auch absetzen vom Kampf. Überraschend. Also, dass sie es tun. Meisterstück ist natürlich nicht schlecht. Mal mitnehmen. Schöne Waffenkammer. Kriegshammer. Noch sind wir nicht überladen. Wir können uns ein paar Sachen einstecken. Ja, Tränke sowieso. Ich glaube, die wiegen auch nichts. Oder wenn, nur sehr wenig. Aber ich glaube, diese stackbaren Objekte, die fallen nicht unter Gewicht, meine ich zumindest. Der Boden ist voller Blutflecken. Um sie herum stehen bequeme Bänke und Kissen. Offenbar hat es hier jemand genossen, andere leiden zu sehen. Ja, im Kampflog, die Schrift ist ein bisschen klein. Okay, nächster Raum. Mehr so ein Gang und ein Feind. Baphomet-Kultist. Demoralisieren. I spy. What do I spy? Sila voraus. Ah, eine Falle. Nicht da reinlaufen, bitte. Der bufft sich. Göttliche Gunst. Wo ist denn Sila? Dahinter? Oh, schlecht.
Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich eine Falle. Kommt sie vorbei? Säure. Ach so, wegen dem Tooltip. Aber ich glaube, er hat es trotzdem genommen. Silas, durch, schön. The light takes you. Jawoll. Well. So, Fall entschärft. Die Tooltip-Verzögerung kann man, glaube ich, noch nicht zurückdrehen, also verlängern. Stört man mal so ein bisschen. Brustplatte. Nicht schlecht. Wiegt wahrscheinlich ordentlich. Ja, Meisterstücke nehme ich mal mit. Rapier. Camille hat schon eins. Ich guck mal wegen der Rüstung. Bänderpanzer RK7 sogar, okay. Besser sogar. Kettenhemd. 4. Wenn nur gerade gar nichts. Kann sie wenigstens eine Lederrüstung tragen? What kind of trash is this? Ne? Kann sie nicht? Auf jeden Fall kriegt sie mal eine Nahkampfwaffe für den Fall der Fälle. Weil ganz ohne ist auch blöd, wenn sie mal gestellt wird im Nahkampf. You need me. Good. So. Leichte Heilung. Also ich finde, Paladine müssen sein in der Party. Wenn schon keine Kleriker dabei sind, außerdem können sie gut kämpfen. Eigentlich meine Lieblingsklasse. Aber ich wollte keinen Paladin als Hauptcharakter spielen. Erstens, weil Sila dabei ist. Naja, und Paladin ist ja jetzt auch nicht so aufregend. Hat man schon oft gesehen. Naja, Hexenmeisterin auch, aber wenigstens ist sie ja Dampir. Noctua. So, ein bisschen Licht. Und ab in den nächsten Raum. Wasser, alles überflutet. Fließt sogar in verschiedene Richtungen. Ah. Loot. Ah, ein Feind. Links. Ich glaube, Looten machen wir dann später. Eine Mongrel Guard. Also. Time becomes distant. Rassenangehörige von Venduak. Die wurden also vom Bösen beeinflusst. Oh, da haben wir was übersehen. Da gucken wir nochmal schnell. Tränke. A bright future awaits us. I crave your commands. Und kriegen wir den mit einem Sturmangriff platt? Ja, ich glaube, ich kann ein schwerer Kämpfer. We shall move. I'll carve my name onto your flesh. Ja, komm, Sila. Hau ihm die rüber ab.
go for their hearts! Kung Fu. Oh, er hält sich lange. Ein Tritt in Silas Gesicht. Nein, das muss bestraft werden. Sie haut daneben. Camellia braucht mal lange für den Angriff. Sie trifft daneben. Mein Gott. Wir müssen ihn mit Säure bekämpfen. Ist er nett im Kopf? Daneben! Jawoll, Sila. Schön, 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 die Grafik. Oh, Feinde. Okay. Gucken wir erstmal in die andere Richtung. Zwei Türen. Ein Lagerraum. Okay. Eine Kiste. Ist was für Camellia. Und noch was. Man sieht ja Heiltränke. Da gibt es keine Knappheit. Bis jetzt. Noch weiter runter. Im Ernst? Aber das Wasser fliegt auch schön, fließt auch schön runter. Physikalisch gesehen nicht ganz verkehrt. Auf die Treppe runter. Sehr stimmungsvoll. Also die Grafik haben sich echt ins Zeug gelegt. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole. Okay, Kämpfer. Was? Rosilla? Okay, wer ist Rosilla? Kriegen wir einen Bossfight? Wir sollten uns auf jeden Fall ein wenig wappnen. Tugend. Ja, das klingt gut. Seid tugendhaft. Auf Camellia selbst. Ein Attribut. Gut. Nephyt-Kämpfer. Hand of Rosilla. Ach so, Hand of. Nicht Rosilla selbst. May I see your entrails, please?
Venduak. Voll wahnsinnig. Jetzt haben wir schon zwei wahnsinnige, Noctua und Venduak. Von der Stimme zumindest. Kältestrahl. Ja, schon ein bisschen zäher, die Brocken. Oh, Glück gehabt daneben. Oh, Seele, 8 Schaden. So viel Glück auch nicht. Heiltrank. Hypnose. Zauber von Noctua. Ja, die Hand von Ozilla kann ein bisschen mehr. Was haben wir denn da? Ozillas Befehle. Befolgt diese einfachen Regeln. Oder ihr werdet sterben. Stört mich nicht, es sei denn, es ist absolut unabdingbar. Haltet die Tür zum Schrein mit dem von mir gefertigten Schlüssel verschlossen. Es kümmert mich nicht, wer von euch ihn verwahrt. Meinetwegen könnt ihr euch im Streit darum gegenseitig in Stücke reißen. Wagt es nicht, einen Fuß in die rituelle Kammer zu setzen. Niemals. Haltet die Tür zum unvollendeten Teil des Labyrinths zu allen Zeiten verschlossen. Und nur zur Erinnerung, Schwachkopf, der Eingang wird über den verborgenen Hebel verriegelt. Die Fackel an der Wand neben der Tür. Die Tür selbst befindet sich in dem Raum mit dem Blutbecken. Ah, da waren wir doch vorhin. In dem ich mich gelegentlich entspanne. Wer macht das nicht gelegentlich im Blutbaden? Punkt 5. Unternehmt endlich was gegen diesen verdammten Wasserelementar. Wir stehen im Wasser. Das bedeutet, es könnte ein Wasserelementar auftauchen. Was haben wir denn da noch? Schriftrolle Schutzverordnung. Ja gut, der Rest ist nicht so ungewöhnlich. Oder? Doch. Na gut, haben wir schon. Wir können nicht alles mitnehmen. Tja, die Frage ist nur, wer ist Ozilla? Vielleicht eine Geheimtür? Nee, eine richtige Tür. Oh oh. Da ist doch was. Da ist auch noch eine Tür. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht in so ein Wasserelementar reinstolpern. What do we have here? Hm. Verdammt! Ein großes Wasserelementar, das ist, hui. Also große Elementarwesen sind für niedrig, für Low-Level-Helden eine Gefahr, auf jeden Fall. Aber hallo. Also kleine Elementare gehen noch, aber große, da sollte man schon, ja, das sind richtige Bossgegner für Level-2-Helden. Das sparen wir uns mal auf hier. Vorerst. Erstmal die niedrigen Gegner hier wegputzen.
demoralizing. No match for me. Satter Sound. Burn! Slice! Behead! Alle daneben. Drown in the holy light. Boah, kritischer Treffer, der lebt noch. Und nochmal 11 Schaden. RIP. You are today's sacrifice! Ja, ich glaube, Res wird echt genial. Ich meine, wir haben ja noch 4 Monate Zeit zum Feinschliff. Hm, was kommt? Die Tür ist mit einem starken Schloss verschlossen. Aber sie hat es geschafft. Sagt Camellia. Ah, sie hat den Schlüssel schon gefunden. Ah. Okay. Oder so ähnlich. Ja. Eine Waffenkammer. Okay, das Langschwert ist gut. Ah. Das könnte was für Sila sein. Langschwert aus kaltem Eisen. I heed the voice of the spirits. Was haben wir denn noch? Oh, das hat nicht geklappt. Man kann ja jetzt noch einschlagen. Wir probieren es mal. Was stand da gerade? Verschrichene Zeit? Hm. Komische Sachen. So, Sila, was mit deinem Schwert? 1-8 Schaden. Wo haben wir es? Ach, kann sie gar nicht tragen. Warum? Wegen Finesse? Hm, okay. So, wir haben noch ein Wasserelementar hier. Und ich würde sagen, das wird doch ein netter Kampf für die nächste Episode. Also ich denke mal, das wird mit Abstand der härteste Gegner, den wir bis jetzt hatten. Sieht zwar nicht so gefährlich aus, aber die sind heftig. Also alle großen Elementare im Prinzip.
Gut, dann freuen wir uns auf den Kampf gegen das Wasserelementar und den Turn-Based Mode. Wir machen noch ein wenig Licht für die Helden und danke fürs Zusehen. Ciao, der Argonaut.